Gibt's hier aber Gas? Jetzt gibt's hier aber Gas? Oh, okay. Es wird kein Gas mehr gegeben. Okay. Hey, ihr Höhenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Flash. Ja, ich werde jetzt hier erstmal das Ganze auf 60 oder so stellen, denn ab 60 haben wir hier erstmal eine schöne Sicht für Flash, sodass wir hier schön durchfetzen können. Und zwar, ich habe die Map hier, glaube ich, noch nie gespielt, deswegen habe ich hier auch leider noch gar keine Stats. Ui, so. Und zwar heißt die Map Candy, Leute. Candy heißt die Map. Ui. Und ja, heute kommt mein neues Mikrofon. Ich muss mich einspielen, Leute. Ich habe heute noch kein einziges Mal Minecraft gespielt. Das ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Was? Ich habe doch gesneakt, Leute. Ich habe doch gesneakt. Nein. Ja, heute kommt mein neues Mikrofon, weil dieses Mikrofon hier ja kaputt ist. Ich hatte schon wieder so Schwierigkeiten, bis ich das zum Laufen gebracht habe. Richtig. Abfuck. So, nice. Den ersten Checkpoint haben wir. Okay. So. Perfekt, Leute. Perfekt. Das da drüben schaffen wir doch auch noch. Oh, ich dachte, das ist jetzt ein Checkpoint. Jetzt habe ich Angst. Wow, okay, ich habe es geschafft. Nächster Checkpoint. Erstmal hier durch. Dann hier drüber. Hier rüber. Okay, wo muss ich jetzt hin? Hilfe. Okay, hier runter, glaube ich, oder? Ich glaube, hier drauf. Oder hier rüber. Okay, ich hoffe mal, das ist jetzt richtig. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wo ich jetzt bin. Nee, ich glaube, ich muss da rüber. Oder muss ich hier rüber? Oh Mensch, Leute. Ich weiß doch nicht mal, wo ich hin muss. Okay, ich muss hier rüber. Da, wo der Typ wieder ist. Okay. Ich komme. Hui. Okay. Hier wird man doch ja irgendwie rüberkommen, oder? Irgendwie vielleicht mit Vollspeed hier rüber so. Nee, das ist wohl nicht so gedacht. Oh Mensch, hier muss ich durch, hier schaffe ich das dann. Gut, okay. Ah, okay, jetzt kenne ich mich aus. Okay, gut. So, also hier hoch. Ist ein bisschen kompliziert hier, wenn man sich nicht so auskennt. Dann hier rüber. Schafft man das? Jupp, das schafft man. Dann hier rüber. Ich finde aber, die Map ist echt mega schön gestaltet. Also, das muss ich echt sagen. Jawohl, beim nächsten Checkpoint. Hui. Okay. Ja, Leute. Und zwar möchte ich noch was sagen. Wieder mal bezüglich des letzten Vlogs. Ich finde es irgendwie voll nice, dass ihr die gerne guckt. Und ja, keine Ahnung, wer ihn noch nicht gesehen hat, der ist heute Morgen um 6 online gegangen. Also die Vlogs kommen jeden Tag um 6 Uhr online. Das sind dann immer die vom Vortag. Das heißt, man sieht quasi immer den Tag davor. Und heute wird es wieder eingeben. Also wie gesagt, das sind ja Daily Vlogs. Und ich habe eine mega, mega... Oh, wieso? Wieso? Ich habe da mega, mega Lust drauf und ich meine, mir macht es total Spaß, das muss ich echt sagen. Also ich habe total Spaß an diesen Videos und mich freut es, dass so viele von euch auch sagen oder sich für mein Leben quasi interessieren. Ich denke mir so, hä, ja vielleicht Gaming und Co., das verstehe ich ja noch, aber dass sie sich für mein Leben interessieren, nein, hätte ich nicht gedacht. Finde ich aber trotzdem irgendwie mega cool und ja, was ich auf jeden Fall auch nochmal ansprechen möchte, ist das Thema Videoverwackelung. Ich weiß, Leute, ich habe die Kamera erst seit 2 Tagen oder so. Lasst mich erstmal ein bisschen mit ihr noch üben. Ich bin nicht gerade der Allerbeste darin. Also ich muss noch üben, das noch nicht so zu verwackeln, ne? Also ich kann das jetzt noch nicht so gut, weil ich bin noch nicht so, ich sag mal so, der Profi darin und ich, ja, oh, das ist ein total schwerer Part hier, muss ich sagen, ey, der fuckt mich ein bisschen ab. So, kann ich nicht irgendwie hier so drüber, ach, siehst du, so schnell geht's. Dann hier rüber und zack, dann hier rüber und zack, dann ich, okay, gut, ich geb's auf, ich werd's wohl sowieso nicht mehr schaffen. Weil der eine Typ hat es ja auch schon geschafft jetzt. Okay.
Hallo, kann ich da mal her, bitte? So, danke. So, zack. Dann, wie gesagt, einmal hier rüber. Okay, dann hier rüber und jetzt. Oh, Misty, ey. Buggy und Misty, Buddel und Bob. Ja, keine Ahnung, immer wenn ich diesen Spielmodus spiele, muss ich an Bob der Baumeister denken. Keine Ahnung, warum das so ist. Keine Ahnung, I don't know. Ich hoffe, die Audio passt so halbwegs in dem Video, weil ich meine, mein neues Mikro ist noch nicht da und ja, mein Mikrofon hier ist kaputt. Das heißt, manchmal so ein kleines Rauschen, so ein Knistern auch, das ist echt nervig. GG. Und ich würde aber sagen, ich hänge noch eine Runde hinten dran, einfach nur, weil ich auch noch eine Runde gewinnen möchte. Bis gleich. So, und da sind wir schon auf der zweiten Map. Diesmal spiele ich wieder auf der Map Honigtopf, weil ich möchte die Map noch ein bisschen schneller und ein bisschen besser können. Ich meine, ich habe es ja schon mal komplett geschafft. Aber diesmal möchte ich Erster werden und mich nicht mehr an den anderen orientieren, sondern einfach nur das machen, was ich möchte. So, dann hier schnell durch. Zack, und den ersten Checkpoint haben wir jetzt somit auch noch erreicht. Hier rüber, okay, das war ein Fail Bob, aber ihr braucht Fails, um im Leben weiterzukommen. So, zack, zack. Ui, okay, zack. Oh, ich dachte, ich schaffe es jetzt, aber wie gesagt, wie auch schon im letzten Video gesagt, die Blumen sind schuld an allem, weil die Blumen, nur wegen den Blumen, weil die sind halt hier und die machen einen irgendwie so komisch. Und ja, so, aber jetzt habe ich es geschafft, Leute. Ich bin so stolz auf mich. Oh, okay. Ich hasse diesen Part total. Nein, was? Ich hasse diesen Part. Ich hasse ihn einfach nur. Der ist nämlich so schwer, dann da über diesen Seelensand drüber zu springen. Ich hasse es. Ich hasse es einfach nur. Ich hasse es. So, zack, zack, zack. Oh ne, dieser Dingsbums Creeper da, der ist jetzt schon bei 4. Und wenn man bei 4 ist, dann ist es überhaupt nicht mehr schwer weiterzukommen. Diesen Typen müssten wir jetzt halt noch überholen, aber ich habe keine Ahnung, ob wir das schaffen. Das gibt's ja nicht. Was, er schon beim fünften Checkpoint? Ja, ich habe gesagt, es ist nicht mehr schwer ab dann. Oh nee. Alle noch hier beim zweiten Gammel, ich hier immer noch. Ich muss das einfach jetzt mal ein bisschen schneller und faster schaffen. Ich wollte jetzt schon fast sagen, jawohl, aber ist ja nicht so, dass ich es nicht geschafft habe. So, weiter. Schon beim sechsten. Ist jetzt echt ein Wettlauf gegen die Zeit. Sonst bist du. Oh, ja, schon beim siebten Checkpoint. Ja, nice. Jetzt können wir ja gar nicht mehr gewinnen. So, das habe ich jetzt endlich auch geschafft. Jetzt sei nicht so unkonzentriert, Thomas. Jetzt schaffen wir das, ja? Gemeinsam. Sind wir stark, gemeinsam schaffen wir das. So, zack, einmal hier rüber, dann hier rüber, dann hier rüber, zack. Oh, juiuiui. Das gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht hier. So. Nice. 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 Okay, jetzt hier einfach schnell durch. Dann noch durch die Lava durchrushen und dann hätten wir es ja eigentlich geschafft. So, und. Boah, ich brenne. Hallo. Kann ich hier mal vielleicht raus oder so? Ich brenne noch immer. Oh mein Gott. Okay, was war das jetzt für eine dumme Aktion von mir? Okay. Zack, zack. Okay. So, hier durch. Dann kommen jetzt wieder diese Blumen hier. Boah. Huah. Okay, dann einmal hier rüber, zack, nice. Und dann wieder ein paar Blümchen. Okay, den nächsten Checkpoint haben wir jetzt also somit auch. Vielleicht kommen wir ja noch tatsächlich rechtzeitig ins Ziel, weil ich habe ja keine Ahnung, ob der jetzt schon gewonnen hat oder nicht. Ich habe es nämlich noch nicht im Chat gelesen. Und ich möchte jetzt auch nicht nachschauen, weil es vielleicht verschwendete Zeit. Oh Gott, hier scheitere ich teilweise. Nicht so weit springen, Thomas. Nicht so weit springen. Zack, zack, zack. Brumm, brumm, brumm. Okay, springen und nächster Checkpoint beim Scene. Nice. Okay, ja, er hat es noch nicht geschafft, weil sonst wird da oben ein Countdown auf einer Minute sein und der ist auf 10 Minuten, Leute. Oh mein Gott, wir können das jetzt sogar noch reißen. Oh, ich sehe den Typen da vorne.
Hä, was tut der denn? Wieso rennt er denn wieder zurück? Was geht denn mit ihm ab? Okay, also irgendwie verstehe ich ihn jetzt nicht so ganz, warum er das macht. So, dann jetzt ganz schnell hier durch. Oh, Thomas, ey, ich sehe den da vorne, der scheitert hier gerade. Und dann sind da vorne ja diese Eisblöcke, vielleicht schaffe ich es ja dann vor ihm. What the fuck? Was möchte der von mir, dieser Typi? Oh, Misty. Ja, wir können ihn ja nicht schlagen, weil ich glaube, PvP wurde deaktiviert. Und der wollte halt jetzt warten, bis wir da kommen. Und dann wollte er mich schlagen. Und was heißt da warten wir noch? Hä, das ist doch, das bringt sich doch überhaupt nichts. Mach doch einfach. Dann sehen wir mal, wer von uns beiden schneller ist. Dann haben wir so ein kleines 1-1, obwohl ich schätze, verlieren werde, weil ich das Gefühl habe, dass ich gerade mega total schlecht bin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, erster GG. So. Oh mein Gott, Leute. Das war jetzt noch richtig anstrengend. So, jetzt gucken wir mal. Renn doch ins Ziel. Renn, los, lauf. Lauf ins Ziel. Das ist... Er wartet hier einfach. Hä, das ist der Sinn vom Spiel. Nicht die anderen länger überleben zu lassen. Natürlich sollten wir ins Ziel gehen. Der Erste schafft's. Fertig. So, jetzt gucke ich noch in 24 Sekunden, wer dann da gewonnen hat. Weil, ja... Ich meine, natürlich habe ich gewonnen, weil ich war der Erste. Aber... Jetzt bin ich mal gespannt, wer von den anderen es auch noch ins Ziel schafft in den 10 Sekunden. Oh, 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 jetzt gibt's ja aber Gas, jetzt gibt's ja aber Gas. Oh, okay. Es wird kein Gas mehr gegeben. Okay. So, und ich habe gewonnen. Nice, GG. So, slash Nick. Kann ich mich nicht an Nick, slash an Nick? Ja, YOLO. So, ich würde einfach mal sagen, Leute, das war's von der Runde Minecraft Flash. Wenn es euch wieder mal gefallen hat, würde mich ein Däumelein nach oben mega freuen. Und ja, schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr Lust und Bock habt. Und macht's gut und ciao.